Konnichiwa, Twitches. Ich will jetzt einfach weitermachen hier. Das, Ni no Kuni. Na. Wir müssen dringlichst mal unsere gute Esther wieder ein bisschen hochheilen. So. Und dann weiter den Weg ins Ungewiss. Ach so. Und. Hä? Ach so. Ich bin ein bisschen blöd. Yay! Ja, super. Jetzt. Naja, gut. Haben wir wieder alles vollständig hergestellt. Speichern wir auch mal kurz ab. So fängt die Folge super an. Und ich hoffe, man kann den Timer starten. Ganz gut. Piep. Speichern erfolgreich. Voll schön. Alter, ich darf keine Kohlensäure mehr trinken. Was machst denn du da? Ich könnte es auch so machen wie die Trollen und den ganzen Tag einfach mal schlafen. Duh. Meinst du, ich habe das mit Absicht gemacht? Ah, hallo Nick. Es ist natürlich sehr schwer, Leute nur am Text zu erkennen. Musst du mir nicht die ganze Zeit über Facebook schreiben und mein Handy zum Vibrieren bringen. Marschmusik hat sie gelernt. Das passt überhaupt nicht. Das ist ja ekelig. Ja, keine Marschmusik. Moment, was ist da unten? Brücke? Nichts passiert. Warum nicht? Verflixt, eine Sackgasse. Mist, Mist, Mist. Du könntest versuchen, die Lava dort drüben einzufrieren. Ja, probier's mal. Warum schnauft er denn so? Womit denn einfrieren? Oh, hell. Ja, aber das schmilzt doch dann gleich wieder, oder nicht? Yay! Heißt das, es geht hier weiter? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht finden wir irgendwas Verborgenes. What? Wow, das war heftig. Mist, 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 Mist. Wenn wir das alte Mädel nicht aufhalten können, können wir uns die Radieschen bald von unten ansehen. Na, dann halten wir sie eben auf. Leichter gesagt als getan, Olli. Wenn ich meinen siebten Sinn trauen kann, haben wir noch... Mist, 3 Minuten! 3 verflixte Minuten! Verdammt, nur 3? 3, Mann, 3! Wir haben also 3 Minuten, schon kapiert. Moment, das ist ja fast gar nichts. Bist du dir da ganz sicher? Sehe ich aus, als würde ich spaßen? 3 Minuten, habe ich gesagt. Und ich meine auch 3 Minuten. 3 kurze Minuten, um den Vulkanausbruch zu verhindern. Keine Sorge, Tröpfchen. Wir werden es schaffen. Ich weiß es. Los, wir müssen uns beeilen. Aber ich will doch vorhin noch gucken, was da hinten ist. Ich dachte... ich war doch da noch nicht. Manu. Hör auf zu pusten. Danke. Ja, moin. Tröpfchen läuft da einfach durch. Tröpfchen macht das gar nichts aus. Oh nein. Beeilung. Was ist denn da? Was ist denn da? Da ist eine Kiste. Die nehme ich mit. Hallo? Denn Kaffee ist wichtig. Wow, okay. Schon direkt was geagrot. F5 von Oreo-Keks-Werbung. We can do this. Schnell, ich habe keine Zeit. So. Kaputt. Ja.
Tolle Rolle. Okay, weiter, weiter. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, haben wir jetzt echt schon ein Drittel der Zeit? Nein. Das gibt's doch nicht. Und die ganzen... Hält die Zeit so lange an? Weil sonst ist das ja echt nicht machbar. Oder muss man den allen ausweichen? Mann, wenn wir das nicht verhindern, geht ihr alle mit drauf. Jetzt hat... Stopp. Zwei Hungern. So, ihr könnt euch nochmal freiwillig melden für das Zweihorn. Als Namenspate. Wenn ihr das mitkriegt und Twitch euch nicht gerade irgendwie mobbt. Zweier. Was? Tolle Trolle? Nein! Tolle Rolle. Hyper, tolle Rolle. Ein Glück bleibt die Zeit in Kämpfen stehen. Wir brauchen einen Namen für unser Zweihorn. Ich würde es ja Frank nennen. Franks Zweihorn. Ich glaube, wir machen das einfach mal, oder? Wenn mir keiner widerspricht, mache ich, was ich will. Frank. Nee, der ist hässlich. Jihau. Dark sein will auch... Okay. Dick, 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 dick. Dark. Dark. Wo ist denn das K, Alter? Ich... Dark. So. Habe ich richtig geschrieben, ne? Dark sein. Okay. Dark sein ist jetzt ein Vertrauter. Okay, die Zeit hält an. Ansonsten wäre sie jetzt nämlich rum. Durch die Namensaktion. Na, das auch okay? Nee, jetzt ist es zu spät. Let's go. Here go. Los, Kloppe! Ja, nee, wir haben ja jetzt den Namen. Mr. Yeehaw! Ich kann gerade nicht. Ich bin hier voll unter... Was ist denn da? Ganz schnell, ich weiß, welchen Zauber du sprechen musst. Ja, das ist, okay, 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 okay. Moment, Moment, Moment. Jetzt kann ich kurz. Das ist hoffentlich, glaube ich, Pause. Mr. Yeehaw! Vielen Dank fürs Trollen. Und willkommen in der Schublade. So. Es ist Kälte. Fertig geraucht, aber den Vulkankampf will ich jetzt noch sehen. Ja, ich beeil mich. Schnell. Nein, da kommt wieder ein Kurt. Kurt, geh weg. Du Pyropimpf. Ah, das Feuerschwert tauschen. Verdammt, das wollte ich schon im letzten Part irgendwann machen. Kacke. Ich werde nie wieder einen Kurti bekommen. Das, ich gehe davon aus, ich krieg noch einen. So, jetzt schnell noch Schwert austauschen. Ja, 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 ja. Andere Klinge. Okay.
Mann, das schaffe ich doch niemals. Kann ich hinter dem wegschleichen? Geil. Gott, in welche Richtung muss ich denn? Ich prügel die halt einfach nur noch stumpf weg jetzt. Langweilig. Habe ich irgendwas zum Füttern bekommen eigentlich in der Zwischenzeit? Ja, so Entwicklungsgedöns, aber sonst. Eigentlich nur zwei Sachen für Ihnchen hier. So. Oh Gott, ich weiß nicht, welches der richtige Weg ist. Ich gehe jetzt hier nochmal lang, weil ich neugierig bin. Kiste! Eine Minute noch. Wolkendecke, ganz toll. Ganz wunderhübsch, finde ich das. Prima. Ich werde nur gleich sterben. Du warst gerade eben noch nicht da. Scheiße. Frank würde Probleme bekommen, jeden einzubauen. Ja, das stimmt. Oh Mann, können wir einmal Focus Damage machen? Einmal nur. Zeit. Nein! Lass mich! Verpiesel dich! Ich gehe einfach. Oh Gott! Ah. Nein! Ich habe das nicht gesehen! Ich dachte, es wäre von oben! Ich schaff das doch niemals! Guck dir das an! Aha! Oh Gott, ich schaff das noch! Fast da, Mann! Sieht wie ein guter Ort aus, um die olle Tröpfchenuhr abzuschalten. Mal sehen, okay. Aber hast du nicht gesagt 3 Minuten? Ich erinnere mich genau, dass du das gesagt hast. Sogar mehrmals. Ja, ganz, ganz oft. Nur, ja, das habe ich aber. Es war nur eine grobe Schätzung, verstehst du? Damit ihr ein Ziel hattet, sozusagen. Was? Aber ich schätze, dadurch sind wir viel schneller hierher gekommen. Oder Tröpfchen? Nick, vielen Dank fürs Trollen. Willkommen in der Schublade. Wupp, wupp. Genau, das habe ich doch gemeint, nicht wahr? Aber wir dachten, dass... egal, wenigstens sind wir jetzt hier. Sehen wir uns lieber mal den Krater an. Komm schon. Yay. Okay, dank der Uhr konnte ich jetzt sehen, wie weit der nachleitet. Etwas über 20 Sekunden. Oh Mann. Das ist doch scheiße. Mir läuft es komischerweise, ja. Sei halt froh. Geht bestimmt auch gleich los. Ich habe alles aus... Ich werde so krepieren. Ich werde so drauf gehen. Endlich auf dem Gipfel der Qualmhöhe. Wow, das sieht aus wie das Ende der Welt. Verdammt, ich schaut euch diesen Fels an, Mann. Was? Genau wie ich gesagt... Aber er hat sich gelockert. Ja, wie gelockert, Alter? Der Ballon sitzt auf der Bergspitze. Was ist denn da gelockert? Das ist komplett entfernt. Wie zum Henker ist das passiert? Wartet, seht nur, was ist das? You came, boy.
as I knew you would. Is that... Kiki is flipping Shadar! Shadar? Huh? I have a little trial of my own for you. Magma. Hi, Magma. Schön, dass du da bist. Au! Hör doch auf, mach doch keinen Schaden, Alter. Zum Glück pustet er sein blödes Feuer über mich hinweg. Das finde ich ja dann doch recht angenehm. Oh oh. Oh. Oh Gott, lauf doch nicht durchs Feuer. Also was? Sogar so große Viecher wie das hier haben Schwachstellen, Olli. Versuche, auf die Rückseite zu kommen und greif den Schwanz an. Ja, klar. Kann nur gerade nicht. Ist das jetzt okay so? Oh Gott, Esther. 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 Ach, die hat sich jetzt noch selber geheilt. Das ist ja herzallerliebst. Ja, spring direkt in das Feuer rein. Das ist schon... Warte, wo ist jetzt seine Rückseite? Warum dreht er sich denn dauernd? Au! Oh, fuck! Hör doch auf, dich dauernd zu drehen! Komm! Okay, nein, erstmal auf ihn und verteidigen. Oh Gott, die räumt's alle weg. Warum verteidigen die denn nicht? Oh Mann. Magmoor, was? Hat Räume voll am Wibbeln und. Ja. Scheiße, Mann, jetzt ist die kaputt. Ah, ich krieg den. Alleine nicht hin. Roger. Ah, geh weg von mir! Hallo, darf ich... Ganz toll. Corodium regelt das. Corodium... Schnaps! Tralala. Oh Mann, was macht der denn? Okay, mit Corodium komme ich hier nicht weit. Bam! Ist da irgendwo so ein Goldorb? Da fliegt er. Ich will den Goldorb haben. Scheiß auf alles. Ich will diesen Orb. Wieso komme ich denn nicht ran? Willst du mich verarschen? Der ist hinter die unsichtbare Wand gefallen. Ey, komm. Alter, wie lame war das denn? Ich finde keine Worte dafür. Ihr habt das genau gesehen, oder? Das ist... Nee. Finde ich nicht gut. So, kannst du bitte mal irgendwie wen anders aggroen, dass du nicht immer in meine Richtung guckst? Ja, genau, das konnte ich jetzt nicht. Kriegt er jetzt halt Eiseskälte drauf. Oh oh. Klopapier-Lover, guten Morgen. Jetzt sind schon wieder alle rausgeflogen. 5 Viewer sehe ich gerade. Super. Ich liebe Twitch. Das macht überhaupt keinen epischen Schaden, Mann.
Is the fucking hell? Ha! Schnell! Oh fuck, ich hab nicht. Nein! Hoffentlich hat sie sich noch geheilt! Nein, wieso? Ich hab sie doch geheilt! Och Mann, das ist so lahm, das Spiel! Das regt mich so auf, diese Kacke! Mann! Wer heilt mich denn jetzt? Ja, gehört. Ich hab hier Krichen. Der kloppt doch die ganze Zeit. Ich komme ja aus dem Verteidigen nicht mehr raus. Mann. Nein, hau doch nicht mit der Hand drauf. Du kannst das nicht. Oh Gott. Ja, okay, das war's jetzt. Was für eine Scheiße. Geht mir da die Olle drauf? Und man hat ja auch zwischendurch keine Zeit, um mal irgendwie sich einen Überblick zu verschaffen über Dinge. Ah. Mein Schienbein juckt. Und mimimi. Und überhaupt. Ah. Ich lese gerade nur ein bisschen. So, Trollen, sag mir nun, ist deine Begrüßung bei YouTube auf Genetik bezogen? Nein, das ist auf Musik bezogen. Also auf ein Lied. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich zuerst das Lied. Ach, egal. Egal, wir machen hier weiter. Ja, ich wurde besiegt. Ich hätte vorher einfach mal das Geld ausgeben sollen. Verdammt nicht. Ich will vorher noch ein bisschen grinden gehen. Dann ist das alles einfacher. Ja, alles nochmal von vorne jetzt. You came, boy. As I knew you would. Is that... Kiki is flipping Shadar! Shadar? Huh? I have a little trial of my own for you. Kann ich das überspringen? Nein, kann ich nicht. Ah, oh, Mann! Ach, die Gruppe heißt Genetik. Weiß ich doch nicht. Nie gehört. So, ich habe jetzt immer ein Auge auf Esther. Mist. Ich glaube, er darf mal ein paar Eiseskelten raushauen. Ja.
doch eigentlich scheißegal, von wo ich das caste, oder? Damit kriegt er mich hier nicht. Ja, das ist nett. Nee, nicht Angriff. Als ist sie schon... Hey. Wenn sie da auch im Feuer stehen bleibt, Mann. Kann man der nicht irgendwie sagen, dass sie nicht so dumm sein soll? Das ist echt... Ich finde da keine Worte für. Die läuft halt auch mitten rein. Warum macht die das denn? Esther, geh jetzt nicht drauf. Esther, geh jetzt nicht drauf. Okay, sie heilt sich. Also, es sieht schon besser aus. Solange ich noch meine Eiseskälte machen kann. Oh nein, 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 hör auf, ah! Nicht gut. Nicht gut. Scheiße. Aber wir leben noch, ja? Wir leben noch. Hurra, wir leben noch. So, für mehr Eiseskälte langt's nicht, ne? Gehen wir erstmal wieder mit Charlie ein bisschen. Yep. Angriff. Esther! Was macht sie denn? Nein, nein, jetzt geht die wieder drauf. Sie lebt noch. Sie lebt. Oh, ich. Braucht die Kaffee? Komm hier, kriegst Kaffee. Lass mich in Ruhe. Und ich nehme mir auch einen Kaffee. Anstatt zu verteidigen. Was macht der Flammenschweif? Kriegt mich eh nicht. So. Nochmal. Nein. Ah. Verteidigen. Hoi. Dass die, warum verteidigt die denn nicht? Nein, 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 gehst du weg von mir. Gehst du weg von mir. So, komm hier, Eiseskälte. Nochmal. Oh, bitte. Gehst du weg von mir? Gehst es? Verzieh dich. Und friss meine Eisbälle. Nein, 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 Papa! Oh. Ha. Bitte überlebt! Überlebt bitte! What? Moment. Frank! Ich raste aus. Ich. Das geht doch nicht! Das geht doch nicht! Ich kann doch jetzt nicht. Ich mache jetzt. Ich. Hallo, Funk und Möpse. Ich bin hier gerade. Ich muss mich konzentrieren. Ich freue mich gleich ganz doll arg, aber jetzt. Muss ich töten.
Ah, hallo Babyisch. Hallo, hallo, oh Gott. Ich hab... Was ist passiert? Okay, jetzt hau du da drauf. Charlie, mach ihn kaputt. Ah, Frank ist da. Oh Mann. Geht das wieder los? Der Frank hat Geschmack. Ach Gott. Jetzt kann ich mich gar nicht drüber freuen, dass ich den Boss gelegt habe. Das ist jetzt gerade irgendwie das verblasst. Neben der Freude, die ich empfinde durch Franks Aufmerksamkeit. Oh Mann. Von 23 auf 403 hoch. Super, ja. Und dann wieder auf 27 runter. Ah. Immer schon atmen. Was? Alternen? Oh Mann, jetzt rastet hier der Chat aus. Der Boss ist tot. Der Funk ist da. Mein Leben ist schön. Alle leveln auf. Ich bin tot. Atmen. Ja. Und das Atmen nicht vergessen. Es hat aufgehört zu rauchen. Ich denke, wir haben es repariert. Oh Mann, diese Zahl, das zu sehen, macht mich gerade so. Oh Mann. Dankeschön. Du hast es geschafft, Oliver. Du hast Alco weit gerettet. Ich kann mich gerade einfach nicht konzentrieren. Ich probiere es. Professionell sein und so. Ja, aber was ist mit Shadar? Eins nach dem anderen, Junge. Du bist noch lange nicht bereit, dich ihm zu stellen. Hast du nicht die... Ich bin total zittrig. Hast du nicht die Macht gespürt, die ihn umgeben hat? Gruselig war das. Ich hatte solche Angst, dass er mir wieder ein Stück meines Herzens stehlen würde. Aber er hat uns einfach in Ruhe gelassen, oder? Nun, das würde ich so nicht sagen. Er hat diesen feurigen Wächter gesteuert. Und du kannst darauf wetten, dass er für den ganzen Mist hier verantwortlich ist. Weil wie sonst soll ein riesengroßer Stein auf einer Bergspitze balancieren? Wie? Wer kriegt denn sowas hin? Du glaubst wirklich, dass das alles Shadars Werk war? Klar war es das. Wer sonst würde so eine miese Nummer abziehen? Jetzt kann ich ja so schon nicht vorlesen, jetzt wird es gerade nicht besser. Wir hatten Glück, mit heiler Haut davon zu kommen. Was war denn das gerade? Das wusste ich nicht. Vielen Dank, dass du den Vulkan wieder verschlossen hast, Oliver. Ah, aber du musst dich doch nicht bei mir bedanken, Esther. Natürlich muss ich das. Ohne dich hätte meine Heimat zerstört werden können. Du hast die Bewohner von Alcoweit vor einer Katastrophe bewahrt. Aber Esther, du... Kai Krämer, vielen Dank fürs Trollen. Und willkommen in der Schublade. Oh. Aber du warst ja aber auch nicht einfach nur eine Zuschauerin. Lass dem ollen Reinherzigen hier nicht den ganzen Ruhm allein. Alter, diese Ballrock-Hunter. Vielen Dank fürs Trollen. Und willkommen in der Schublade. Ich hab irgendwie, seit Funk meinen Schubladen-Move verarscht hat, komme ich mir dabei immer ganz seltsam vor. Dankeschön dafür. The Real Moose. Vielen Dank fürs Trollen und komm in der Schublade. Ich glaube, ich muss gleich erstmal eine Laberpause einlegen. Ich komme nicht mehr klar. Und ich habe die halbe Katze immer noch an der Hand. So. Ich habe schon ein bisschen geholfen. Ja, danke. Ich... Lairo Norial. Ah, I see what you did there. Vielen Dank fürs Trollen und willkommen in der Schublade. Mann... Gut, sollen wir zurück nach Alcoweit? Ich will meinem Vater von unserem Abenteuer erzählen. Akuma! Ich raste aus. Vielen Dank fürs Trollen. Willkommen in der Schublade.
Ihr schönen Menschen. Nick, Basti! Jetzt kommen sie alle an. Basti! Ich kann doch so nicht. Das geht doch nicht. Nachtigall! Vielen Dank fürs Trollen. Willkommen in der Schublade. Was ist denn los, ey? Basti, danke für den Host. Ich bin. Chiboto! Vielen Dank fürs Trollen. Willkommen in der Schublade. Ich lese das jetzt noch fertig vor. Und dann mache ich Pause. Klar, erzählen wir ihm, wie tapfer du warst. M&A. Vielen Dank fürs Trollen. Und willkommen in der Schublade. Und ich mache hier jetzt einen kurzen Cut in meine Aufnahme rein für YouTube. Und YouTube sieht mich dann beim nächsten Mal. Wir singen. Ich muss jetzt gerade erstmal kurz ausrasten gehen. Tschüss.